Hallo und herzlich willkommen wieder auf Kitschwitch. Oder soll ich sagen, hola amigos, hola amigas, mio tutto loco poco. Geht's euch gut? Ich hoffe schon, weil mir geht's nämlich super gut. Ich bin das dritte Mal in der Dominikanischen Republik, im Grand Bahia Principe Ambar Green. Und erzähle euch jetzt ein bisschen, wie es hier so abgeht. Ja, der Travel-Blogger lenkt sich jetzt ein und denkt so, oh mein Gott, kann man nur immer das gleiche Ort gehen? Alter, bin ich ein Schweizer. Wir sind so. Ich gehe gerne an einen Ort, den ich kenne. Ja, wir sind eben zum dritten Mal hier. Es hat sich auch einiges verändert. Was soll ich sagen? Es gibt so ein, zwei Sachen, die ich muss sagen, so, weniger geil. Weil es ist so, es gibt jetzt, in 10 Wochen oder so, haben sie ein Hotel, das Ambar Blue haben sie renoviert und es wird dann Luxury sein. Und das Ambar Green wird eher zum Partyhotel werden. Und dann mit dem Partyhotel, da haben sie relativ früh umgesetzt. Es ist zum Teil wirklich ein hure so amazing Pool. Und ich muss schon sagen, ich bin relativ gerne am Pool. Weil du hast ein WC, du hast eine Bar, du hast alles in der Nähe, du hast keinen Sand im Arsch, du hast halt mal den Latz, du hast wirklich, du hast einfach so ein bisschen alles. Aber da drückt wieder durch, der gute alte Schweizer. Das ist manchmal ein bisschen sehr, sehr grenzwertig, weil ich weiss nicht, es ist nicht so mit der Lautstärke, es ist wirklich zum Teil hure hure laut. Aber ja, man gewandt sich dann irgendwie mit der Zeit an die ganze Lautstärke. Und ich muss wirklich sagen, es reizt mich, nächstes Jahr wieder daher zu kommen, weil das neue Ambar Blue aufgeht. Und ich sage euch, es ist super schön. Sie haben so Swim-Up-Suite dort, wo man wirklich einen eigenen Pool von außen hat. Also ich vor auf der Terrasse. Und es sieht super nice aus. Würde mich also schon noch reizen. Geilerweise haben wir wieder huren Brech mit dem Wetter. Es hat irgendwie, an 2 Tagen hat es mal huren geschifft, irgendwie 3 Minuten und dann war es wieder vorbei gewesen. Und sonst haben wir wirklich einfach nur ein geiles Wetter. Es ist sogar relativ heiß, ich bin jetzt hier gerade am Sterben und ich laufe und rede gleichzeitig. Und ich habe schon einen Cocktail gesoffen und ja, es ist einfach ein Elfi. Ich habe jetzt gefragt, wo ich bin. Ich bin in einer Lobby. Es sind 5 verschiedene Hotels und jetzt bin ich beim Pöbel. Also das ist ein günstigeres Hotel. Ja, und ich sage echt, der Pöbel, es hat auch noch Kinder. Also, yes, Gott. Es hat einfach auch noch, es hat einfach alles hier. Was ich muss sagen, wir haben so gute Leute lernen können. Von nach New York, hey, nein, ab diesen verreckst du wirklich. Sie erschießt Truthahn, wirklich. Ich habe noch nie eine Frau lernen kennen, die fucking Truthahn erlebt. Wie geil ist das? Was hier auch immer ein bisschen schwierig ist, sie können sehr schlecht Englisch. Und ich habe kein Spanisch. Ich habe wirklich nicht Spanisch. Ich habe vielleicht auch noch so Stress und eine Cerveza. Amiga, loco, excelente. Das ist, dann hört es mal auf, oder? Und wenn ich glaube, hier ein Problem hat, dann wäre ich im Fall recht am Arsch. Weil ich habe jetzt wirklich noch fast niemanden getroffen, der wirklich irgendwie einen anständigen Satz Englisch rausbringt. Ich habe nicht den Anspruch, dass irgendjemand Deutsch kann. Ich habe nicht den Anspruch, dass jemand Englisch kann. Aber manchmal ist es so das Gefühl so, Jesus, ich möchte gerne mit euch reden.
Essen ist immer noch genau gleich. Sehr gut, wirklich gut. Für so eine riesen, mega Anlage ist, kannst du einfach... Ich konnte mir wirklich jeden Tag Meeresfrüchte reinkleppen. Alles wirklich frisch, geiler Fisch. Gut, auch die Spezialitätenrestaurants, die sie haben, die sind immer noch genau gleich nice. Und dort ist die Qualität der Speisen sogar noch besser. Also, fressen und saufen kannst du hier tiptop. Also auch Cocktails, sie sind mega, mega fein. Und jetzt möchte ich noch gerne etwas sagen. Es gibt auch die Thermoskannen. Die Amerikaner und Kanadier haben die vor allem. Und diesmal habe ich mir auch so eine Thermoskanne gekauft. Ich habe mir gemerkt, ja, man, schuhe primitiv, weißt, es geht nur ums Saufen. Aber eben, man kommt für jeden Cocktail bekommt man so einen. Warte mal, jetzt geht einen. So einen hohen Plastikbecher rüber und der wird jedes Mal vorgeschossen. Jedes Mal, wo sie packen. Darum nicht, dass man den gleich noch einmal brauchen. Das ist nicht böse gemeint. Sie schnallen das einfach nicht. Und das ist wirklich hure verschwenderisch und umweltschädlich. Und in diesen Thermosbecher innen, ja, ist es natürlich einen halben Liter Platz. Und ich gebe es zu, einen halben Liter Gin Tonic Saft. Vielleicht da zwei, vielleicht da drei Liter. Wer weiss. Getränk bleiben kalt. Ach, da muss ich aufpassen, es wird nicht überkarrt. Getränk bleiben kalt und es gibt auch weniger Mohrerei, weil die Becher, du weißt, wie es ist. Du bist auf dem Liegestuhl, kehrst dich 750 Mal, musst dich 100 Mal eingrämen und dann wieder das und dann hier und dann. Und dann schüttest du etwas aus und ich sage euch, die Thermosbecher sind geil. Die sollten sie im Fall weltweit einfach einführen. Dass du einfach im Hotelzimmer so einen hohen Thermosbecher hast, dann kannst du über die Ferien brauchen und dann gehst du nicht wieder ab. Finde ich geil, finde ich geil. Du musst ja nicht einen halben Liter machen. Oder, ja, also zum Teil haben sie ja, das Gefühl, anderthalb Liter Krüge haben sie dabei. Das finde ich auch dämlich. Aber die Grundidee von Thermoskannen finde ich jetzt der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Wo sind wir denn da raus negativ schauen?